wohin noch immer die Sprache nicht reicht. Wenn man aus dem Cockpit guckt des entführten Flugzeuges und hat so eine Mauer hier vor sich, dann besteht keine große Wahl, was zu tun ist. Ich versuche also, Anflugziele für entführte Terrorflugzeuge hier in Berlin darzustellen unter dem Aspekt, wo könnte man landen, wenn im letzten Moment es gelänge, das Flugzeug zu übernehmen, um dann eben nicht zu havarieren, sondern sich vielleicht durch eine weiche Landung zu retten. Hier ist die neue Botschaft der Slowakischen Republik. Und die Slowakei ist ja der Staat Bratislava, wir kennen es auch als Pressburg, der noch über die Euro-Stabilitätsbürgschaften abzustimmen hat in diesem intergouvernementalen Entscheidungsprozess, in dem alleine, wenn die Slowakei nicht zustimmt, das Ganze noch gestoppt werden kann. Also wenn das Flugzeug hier anfliegt auf diese Mauer der slowakischen Botschaft in Berlin, dann muss man versuchen, noch 100 Meter weiter zu kommen, dann ist da der Tiergarten dahinter, in die Bäume rasseln. Gut, mein Text aus Wohin noch immer die Sprache nicht reicht, Nummer 3, ich zeige mal im Moment den Himmel über Berlin, der lässt ja nicht zu wünschen übrig in der Höhe, der hat ja Weltrekord, nirgends ist der Himmel in der Welt höher als über Berlin. Dieser Text hat den Titel Leichenstaub, vor 10 Jahren geschrieben, im Oktober 2001 nach dem Terroranschlag auf New York. Leichenstaub. Immobilienunternehmer Silberstein und die Schweizer Rück streiten darüber, ob der Terroranschlag am 11.09.2001 auf die beiden Türme des World Trade Center aus versicherungstechnischer Sicht als ein Ereignis oder als zwei separate Ereignisse gelten soll. Denn als vereinbart gilt für ein Ereignis eine Schadenssumme von bis zu 3,6 Milliarden Dollar. Es geht also um noch einmal 3,6 Milliarden Dollar. Als nach den Einschlägen innerhalb einer halben Stunde beide Türme einstürzten, rasten dichte, graue, heiße Staubwolken durch die Schluchten in Downtown Manhattan, mehr als 3 Kilometer weit. Diese bedrohlichen Wolken ähneln den bei Vulkaneruptionen entstehenden gefährlichen pyroklastischen Flüssen. Die Wolken von Ground Zero entstanden beim gravitativen Kollaps der Türme, nachdem die Hitze des brennenden Kerosins aus den Flugzeugtanks das Stahltragwerk der Gebäude geschwächt hatte. Die Wucht des Zusammenbruchs war so stark, dass sämtliche leichteren Gebäudeteile wie auch die darin befindlichen Menschen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu Pulver zermalmt und verdampft wurden. Gipskartonplatten der Innenwände, Mobiliar, Leichtbeton der Etagendecken. Ein derart pulverförmiger Staub entsteht auch bei Vulkanausbrüchen. Anders als bei den meisten Vulkanausbrüchen stiegen die Staubwolken beim WTC nicht in die Höhe, sondern breiteten sich nahe des Erdbodens zu den Seiten hin aus. In den Straßenschluchten des südlichen Manhattans erreichten sie dabei bis zu 80 km pro Stunde. Die schnelle und weitgehend horizontale Ausbreitung der Wolke hatte vor allem zwei Ursachen. Jeder der beiden Türme besaß ein Volumen von ca. 1,7 Millionen Kubikmeter, der größte Teil davon Luft. Zunächst komprimierte,
dann als Leichenstaub explodierte. Und wo früher die Türme ragten, entstand ein Vakuum, das die nachströmende Luft kaminartig nachzog. 9/11, 15 Notizen zu Attack on America hier im Oktober, vor 10 Jahren geschrieben, wohin noch immer die Sprache nicht reicht. Diese Beiträge sind damals unmittelbar veröffentlicht worden und wurden jetzt nicht verändert. Und sie zeigen natürlich Wissenslücken, Irrtümer, aber auch teilweise eine Klarsicht, die durch die Bearbeitung dieser Geschehnisse in den vergangenen 10 Jahren inzwischen anders erscheinen, als sie damals tatsächlich waren. Insofern macht es das in vieler Hinsicht höchst interessant, hier das Ganze zu studieren. Deshalb schreibe ich auch den Text im Anhang der Erklärung hier bei YouTube. Schönen Dank für den Aufruf und es geht weiter.